Guten Morgen, Camperfreaks! So, heute sind wir hier im wunderschönen England. Da kommt auch schon die Tanja. Die führe ich jetzt hier weiter ins Programm. Was wollen wir so vorhaben? London is calling! Los geht's! Ja, mal schauen, was wir heute so machen. Wir sind jetzt an der Haltestelle, Pickett's Loke Center, und wir müssen zur Edmonton Green Station. Da müssen wir dann umsteigen. Genau, der Bus sollte gleich kommen. Der kommt von da, da und dann hier, Schleifchen, und hält hier an. Da, 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 da. Wir sind jetzt hier im Bus drinnen. Oben im Doppeldecker. Natürlich, oben. So. Schauen wir, alles leer. Da geht's auch hoch. W8. Ja. Sieht schön aus. Wir müssen aber trotzdem umsteigen und mal die Bahn nehmen, um nach London reinzukommen. Also wir sind ja hier an den Grenzen von London. So, hier sind wir jetzt at the Green Bus Station. Und jetzt laufen wir Edmonton Green Station. Das müsste da vorne sein. Wir sind jetzt hier in der Edmonton Green Train Station. Overground heißt es, genau. Die Bahn kommt gleich. Die kommt von da. Da. Ist on time. Hatte gerade schon ein erstes Video gedreht. Ich dachte, da steht 0 Minuten. Da steht on time. Also alles richtig gemacht. So, wir sind jetzt hier in der Bahn. Liverpool Street müssen wir jetzt aussteigen und ja, dann geht es weiter zum Bus. Ja, erstmal mit dem Bus. Genau, dann zum Schacht. Jetzt sind wir angekommen. In der Liverpool Street Station. Seht ihr kurz? So, kannst du weitermachen bitte? Sehr schön. Erst wegziehen und dann weiter. Und wieder wegziehen. Also, schöner Bahnhof. Also. Du bist ja ein Spaßvogel heute, du. Ja. Busstation. Liverpool Street Station, und wir müssen die 149 nehmen. Natanja telefoniert jetzt. Und hier haben wir noch ein paar Skyscraper, und da vorne ist London Street Station. Also da geht es dann runter. Oh, schön hier. Gleich kommt der Bus auf. Ja, da kommt noch unser Bus. Bus drin. Ganz vorne mal wieder. Stimmt's? Ja. Wir sind in die Straße von London. Also ein Newspaper haben wir auch. Wenn wir was lesen wollen. Ja, cool. Ja, das ist die Line Bridge. Sehen wir denn da die Tower Bridge? Hello, how are you? Fine. So, hier sind wir jetzt am Borough Market. Hier werden wir uns gleich mal verköstigen lassen. Die haben wir nämlich aus einem YouTuber gesehen. Hier gibt es ein super tolles Käse-Sandwich. Da geht es auch noch weiter. Da. Aber hier ist es drin. Und das soll super lecker sein. Bitte? Left. Riecht? Left side? Riecht hier? Oh, unglaublich.
was wir noch gefunden haben hier in London, ist ein Piratenschiff. The Golden Hind. Es wird gerade restauriert. Da sieht man es, die Jungs sind am Arbeiten. Und so sieht es aus. Also ein schönes Piratenschiff. Ja, und obwohl, das ist kein Piratenschiff, sondern das ist ein Segler, aber aus dem, keine Ahnung, Jungen. So, was? Was sollst du sagen? Jeder, der möchte, kann da vorne Geld einwerfen und dabei helfen, dieses Schiff zu restaurieren. Dafür steht es hier. Ach so. Ja. Sehr schön. Am Fuße des The Shards Building haben wir hier jetzt einen Saugroboter. Also die Londoner sind wirklich up to date, was sowas betrifft. Also der ist richtig cool. Also der saugt, der wischt, macht alles. Mega. Und The Shard ist da. Über uns und da vorne ist die Train Station. Cool, oder? Den finde ich gut. Wenn es ein bisschen kleiner geht für zu Hause, wäre der auch nicht schlecht. The Shard in London, da geht es gleich hoch für uns. Tanja hat schon ein paar Fotos gemacht und da geht es gleich hoch. Und, was hältst du vom Gebäude? Das ist schon cool. Also jetzt weiß ich, warum das Scherbe heißt. Es ist nämlich offen so ein bisschen eingekratzt oben, aber das sieht man wahrscheinlich, wenn wir oben sind, besser. Ja, sieht cool aus. Scheint auch nachts beleuchtet zu sein. Schau mal, da hängt ganz viel Lichterkette. Ich glaube, da wo sind wir? Wir sind jetzt in The Shard, in der Scherbe und fahren jetzt ganz hoch in den 72. Stock. Ja, ich glaube, es geht bis 72. Ja. Wir müssen vorher noch unsere Tickets hier abholen. Hallo. Thank you. Thank you. So, da geht's zur Passkontrolle. Sonst kommst du hier nicht hoch. Nach der Sicherheitskontrolle geht's jetzt hier weiter zum Aufzug. Ich glaube, du musst hier warten. Du hast dich vorgedrängelt. Was? Ja. Nein, egal. Die machen doch da noch was. Achso, okay. Dann haben wir es nicht vorgedrängelt. So, jetzt geht's da rein. In den Aufzug. Thank you. Oh, great. Hello everyone. Lift this automatic door open on the other side. Aha. Thank you. Wir gehen auf der anderen Seite auf. So, jetzt geht's raus, wir sind zum nächsten Aufzug. Links rum.
So, da ist der nächste Aufzug. Und der bringt uns jetzt in die eigentliche Höhe da. Da oben. Bringt uns hin. Displays, da auch, beiden Seiten. Das sieht gut aus. Oder wie? Ja. Der geht auch um einiges schneller, habe ich das Gefühl, oder? Nee, sieht gleich. Schnell genug. Hier du wieder vor. So, da wären wir jetzt. Hallo. 68. Stock. So, jetzt geht's die Treppen hoch. Und da seht ihr mal, welche Galoschen wir dran haben. The golden ones. Nike Air Force One. So. Ja, gut besucht. Das ist cool hier, oder? Richtig cool. Das ist, man fühlt sich auch, also es ist hoch, aber man fühlt sich trotzdem total sicher. Auch wenn du hier ja bis an die Scheibe gehst und das direkt runter geht hier, ne? Ja. Also ich hatte gedacht, ich bin ein bisschen wackeliger auf den Beinen. Da ist die Tower Bridge. Tower Bridge, danke. Und da ist... Da sind die Kronhügel, da drin, da sind die Kronhügel. Da gehen wir auch noch hin heute. Genau. Das zeige ich euch auch noch. Das ist cool. Wir sind jetzt weiter hochgegangen. Das ist geil, hier ist alles offen. Da ist alles offen. Man kriegt auch schön den Wind ab. Hier haben wir grünen Rasen. Auch sehr schön. Tanja macht fleißig Videos, wie die da eingeblieben. Da haben wir unten auch die Tower Bridge. Ja doch. Tower Bridge hatte ich ja eben gezeigt. Und jetzt sind wir ein bisschen weiter oben. So, und dann haben wir auch die Train Station, wo wir eben gerade waren. Von The Sharp Train Station heißt die da. Ja, cool. Themse hier. Wo ist das Golden Eye? Golden Eye. Und dann A da drüben ist es. Zeige ich euch auch mal. Okay. Weil ich gerade im Kinemodus filme, filme ich jetzt gleich mal im normalen Modus, dann kann ich auch zoomen. Jetzt wird gezoomt, nicht erschrecken, damit ihr auch. London Eye seht, daher ist es. Diesmal werden wir den auch rauslassen, weil es echt voll ist, haben wir uns sagen lassen. Und ja, den werden wir das nächste Mal, wenn er London besuchen soll, was ganz danach aussieht, weil es eine richtig tolle Stadt ist. Also was ich heute Morgen schon alles gesehen habe, also das ist wirklich eine Metropole, genau wie Paris. Mailand fällt mir da noch ein. Okay, Berlin auch, natürlich. Und ja, einfach cool. London. Ich zeige euch das noch einmal, weil das gerade nicht so zur Geltung kam. Es ist hier offen hier oben. Skyview, also da geht es hoch. Okay, da können wir nicht mehr hoch, aber da ist die Spitze da oben. Und hier unten, ja, kann man rausgucken. Also kommt auch die Luft schön rein. Da hat der Schaden die Scherbe halt. Und ja, man hat einfach einen perfekten Blick über London. Gut, das sind jetzt... Okay, Kensington Palace haben wir nicht gefunden, aber hier die Themse natürlich alles, haben wir euch ja schon gezeigt. Das war es jetzt mit dem Chart und es war? Mega! Genau. Mega, mega. Auf jeden Fall, wer in London ist, da muss man hin. Pflicht. Genau. Was kostet?
Ich glaube normalerweise 38 Pfund, aber auch das ist zu empfehlen, wenn man nach London fährt, macht man das ja eh für ein paar Tage. Sollte man den London Pass kaufen, den kann man für ein, zwei oder drei Tage kaufen. Wir haben jetzt für zwei Tage gemacht, 107 Euro und da sind die meisten Attraktionen tatsächlich mit drin und auch mit der Fastlane. Also man kommt überall schneller rein, man muss nicht anstehen, das ist wirklich cool gelöst. Und da ist der Preis vom Chart auch mit drin. Wir sind jetzt auf der London Bridge, nicht zu verwechseln mit der Tower Bridge. Das ist die London Bridge. Genau, die London Bridge ist das hier, gut besucht. Und hier würde auch ein weltberühmter Film, einer unserer Lieblingsfilme, der heißt Jones. Genau, wo sie dann hier überlegt und dann ihm aufspricht und sagt dann, ja, Männer reduziert und Zigaretten, ja, reduziert so rum, also alles irgendwie so ein bisschen. Männer reduziert, Zigaretten reduziert, Alkohol reduziert. Genau. Das ist die London Bridge und das, da hinten ist die Tower Bridge. Da gehen wir jetzt hin. Und da waren wir gerade eben. Schade. Oh, da, das Zipfelchen, seht ihr das? Da. Ist wirklich ein Zipfelchen. Da. London. It's windy, wenn man das sehen sollte. Jetzt laufen wir hier den Weg entlang. An der Themse direkt. An der Themse direkt zur Tower Bridge. Die ist gleich da vorne. Haben wir jetzt ein paar Mal gezeigt. Und ist schön hier. Also du kommst da runter von der London Bridge. Kommst du runter und kannst hier an der Themse entlang zur Tower Bridge laufen. Da ist übrigens das Uberboot. Das gibt es auch. Das ist im Grunde sowieso ein öffentliches Verkehrsmittel, was auch relativ günstig ist, aber alle großen Stationen anfährt. Also alle großen Sehenswürdigkeiten kann man mit dem Uberboot machen für ganz wenig Pfund. Cool. Da ist es. Jetzt sind wir am Tower of London angekommen. Das ist Tower of London. Tanja macht mal wieder ein paar Pitches, wie die daheim geblieben sind. Das wisst ihr ja schon. Und ja, da ist der Tower of London, da sind die Kronjuwelen. Hier geht es dann rein. Entrance for all Tickets. Haben wir Tickets? Haben wir Tickets? Ja, wir können die nichts nehmen. London Pass. Oh, guck mal da runter. Du nehme Paul. Oh, Löwen. Ein Jaguar. Sehr schön. Oh, da wird noch ein bisschen aufgeforstet, da unten. Cool, Tickets haben wir auch. Wir haben das London-Ticket. Wie heißt das London-Ticket? London Pass. London Pass, okay. Burggraben, sehr schön. So, auf geht's. So, rein geht's. Schön hier! Ja, alles ursprünglich. Ne? Das ist, glaube ich, nur ein oder zweimal ein bisschen restauriert worden, aber das ist wirklich alles noch ursprünglich. Das ist ganz steil. Der Chart sieht man auch von hier. Ja, da ist der Chart. Genau. Wir müssen noch beeindruckt worden, der Chart. Ja, da haben wir gebaut. Weiter geht's. So, hier haben wir eine Hand. Ja, das war ihre Frau auch im Gefängnis. Private? König Edward der Erste. Und da vorne ist die Tower Bridge. Das sieht man von hier auch. Sehr schön.
wieder die Treppen. Ist aber was für schmale hier. Ja, oh, ich hab dein allerwertesten gerade gefilmt. Für unsere Camper Freaks. Halleluja. Jetzt guck dir mal das Thema hier an. Jetzt komm mal hier raus. Weltklasse. Ja, wunderschön. Tower of London, das ehemalige Gefängnis. Und da haben wir die Tower Bridge. Sehr, sehr schön. So, jetzt habe ich noch die Juwelen und dann geht's da rüber. So, hier sind auch die Kronjuwelen. Der junge Mann, der steht da stramm. Da vorne auch. Und ja, die Kronjuwelen sind entweder hier oder hier drin. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, die sind hier. Andererseits können die auch da drin sein, weil da sind diese Lines. Also wir sind jetzt doch eine Runde hier ums Gebäude. Wir kamen da runter, da wo die Schulkinder kommen, da raus. Und ich glaube, die Kronjuwelen sind in diesem Gebäude hier. Ja, Crown Jewels. Also hier drin. Nicht da drin. Das ist die Festung. Hier sind die Kronjuwelen. Ist ja logisch. Hier muss ja auch reingehen. Also... Hier sind die Kronjuwelen. Da haben wir jetzt rein. So, jetzt gehen wir rein in die Kronjuwelen. Da ist der Eingang. Wir waren jetzt da drin, habe ich ja den Anfang ja gezeigt, aber da durften wir jetzt nicht drehen. Und was hältst du von den Kronjuwelen? So eine wird mir reichen, eine Krone von den vielen da drin. Also mächtig und zu Recht auch so sicher bewacht. Also ein Tresor. Also man sieht es ja, an den Türen, wenn ihr reingeht. Ja, sind, das sind Tresortüren. Das kriegt man nicht auf. Und das ist ja auch Tag und Nacht mega bewacht hier. Ja, da vorne, habt ihr hast du vorhin vielleicht schon mal gezeigt, steht ein Wachmann. Aber hier drin eigentlich auch. Ja gut, ja, die zwei, da steht zur Zierde, ja. Ja, die zwei. Aber da vorne sind echte. Ja. Da laufen sie gerade übrigens, da kannst du zeigen. Guck. Ja, ich kann jetzt gerade nicht zoomen, weil ich... Ach, ja, Wachablösung vielleicht, weil die stehen ja Kerzen gerade. Also da geht's rein, wie gesagt, zu den Kronjuwelen, Crown Jewels. Und sehr beeindruckend, aber wie gesagt, man durfte da drin nicht drehen. Deshalb, ja, das war's jetzt. Jetzt gehen wir zur London Bridge. So, hier haben wir noch das Gefängnis. London Tower, da gehen wir jetzt aber nicht rein. Es tut echt die Füße ein bisschen weh. Wir gehen aber natürlich auf die Tower Bridge. Das werden wir das nächste Mal aufsparen. Und ich glaube, da lang geht's. Und da ist übrigens ein Elefant. Elefant, glaube ich. Ich gehe mal näher. Vielleicht seht ihr ihn dann. Etwas besser. Ich habe jetzt etwas gebraucht. Die Tanja hat die ganze Zeit drauf gezeigt. Und ich dachte, was für ein wo ist denn hier ein Elefant? So, da ist der Elefant. Da hochzoomen. Da ist er. Ist sogar ein afrikanischer Elefant. Erkennt man immer an dem. Großen Ohren. Indische haben viel kleiner. So, man kann sich auch hier vor dem Tower of London auch hinsetzen. Seht ihr ja gerade. Das tun wir jetzt auch gerade. Oh ja. Das ist ein schöner Weg auch da. Da ist der Chart. Kennt ihr ja schon. Und ja, man kann sich jetzt hier schön. Jetzt kann ich setzen. Achso. Jetzt setzen. Ja. Nee, ich bin nicht fertig. Ich dachte. Wir sitzen jetzt direkt vor der Tower Bridge. Habe ich gerade erzählt. Quasi in erster Reihe, ne? Genau. Also schon echt eine schöne Brücke. Eine der schönsten, die ich je gesehen habe. So, jetzt laufen wir... auf die Tower Bridge? Genau, geht hier rein. Und schon wieder rein. Der Aufzug funktioniert nicht, deshalb heute Treppen. Also Sport brauchen wir heute nicht mehr. Nee. Wollte ich nur mal anmerken. Ja, jetzt habe ich schön die Treppen hoch. Ja, voll hoch.
Vielleicht guck mal da hoch. Cool. Jawohl. So, also, jetzt sind wir, da sind wir jetzt, Tower Bridge. Ja, das ist die Maschine, also hier geht es dann entlang. Oh, auf der anderen Seite auch noch, ist ja doppelt, das stimmt ja. Ja, schöne Aussicht, South Tower. New Bridge. So, jetzt kommen wir zu dem lustigen Teil. Ich hatte jetzt die Treppen genommen, ich hatte den Lift, da kommt sie dann da raus. Von da ganz da oben bin ich jetzt Treppen runter, bis da, also bis hier. Und ja, da wird die Tanja jetzt rauskommen und die Damen jetzt rauskommen. Und dann gehen wir da rüber zum Maschinenraum. Also hier kam ich eben raus. Und ja, sehr, sehr beeindruckend ist. Bauwerk hier, Brücke von 1847 wurde es eröffnet und da gab es ein paar Filmaufnahmen, die war von 1903, aber ich möchte euch auch nicht zu viel verraten, das meiste sollt ihr natürlich auch selber dann sehen, genauso wie auch drüben im Tower of London. Da haben wir euch einiges vorenthalten, weil ihr sollt euch das selber anschauen und da gibt es einige Überraschungserlebnisse und darauf könnt ihr euch auch dann. Also wir gehen jetzt aber weiter zum Maschinenraum. Da kommt sie. Endlich kommt sie an. Hast du mich schon vermisst, oder? Ja. So, jetzt gehen wir die blaue Linie entlang zum Maschinenraum. Der Maschinenraum ist da vorne. Genau. Und wie war es mit dem Aufzug? Sehr schön. Ich bin auch noch im Frühstücksraum von den Mitarbeitern gelandet. Das war ganz süß. Also ganz spartanisch eingerichtet, haben sie mit ihren Butterbrotdosen gesessen und haben Mittag gegessen. Ja, das erlebt man alles, wenn man zur falschen Tür rausgeht, ne? Hier geht es jetzt zum Maschinenraum. Es riecht auch nach Maschine. Da Engine Rooms. Da haben wir es. Und da schauen wir mal, wie es da unten dann aussieht. So, wo geht es zum Maschinenraum? Wir müssen hier der blauen Linie immer folgen. Der da. Und dann kommen wir zum Maschinenraum. Ich dachte, er wäre gleich oben. So, hier sind wir auch im Maschinenraum und Shop inbegriffen. Oh ja. Boah, wenn ihr das riechen könntet. Also es riecht. Ich mag diesen Geruch von Stahl. Wow, die funktionieren ja noch. Also, die haben mal funktioniert.
die. Das geht jetzt nicht mehr. Was hätten wir den Kopf da nicht rein? Da hätte es schon 5 Meter davor. Oh, ziemlich niedrig. Also da muss. Dass du da eigentlich bist. Ja. Oh ja, da kam die Kohle rein. Ja, beeindruckend. So, ich finde, ist alles feucht. Boah, ja. Das ist mein Maschinchen. Wow, beeindruckend. So, und hier sehen wir, in Action. Es gibt nämlich zwei davon. Einmal da, die ich gerade eben gefilmt habe, und einmal die hier. Und die ist jetzt gerade am Laufen. Das war's jetzt im Tower of London. War sehr beeindruckend. Anstrengend, beeindruckend, aber auch wichtig zu sehen. Also man sollte nicht nur von außen, sondern wirklich auch innen gucken. Schon interessant. Jetzt sind wir in einem Taxi, in einem typischen Londoner Taxi. In diesem schwarzen. Also echt cool. Und richtig Platz. Also hier habt ihr Platz, nehmt ein Taxi. Also müsst ihr nicht nur mit der Bahn. Also echt schön. Yes. Yes, do we have luck? So, da sind wir jetzt im Puppies Fish and Chips. Da gehen wir jetzt essen. Ja, das heißt nicht, wie ich gesagt habe, Puppies, sondern Puppies. Ja, pass auf da. I see. Oh wow! Thank you very much. Thank you. Hope you enjoy it. Man fühlt sich wie in die 50er Jahre tatsächlich zurückgesetzt, wenn man hier in dem Laden ist. Ihr hört das vielleicht ein bisschen an der Musik, aber auch der Style, alles was hier an den Wänden hängt, einfach schön. Eine ganz andere Zeit. Und jetzt schaut mal hier, diese Portion Fish and Chips. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also das ist wirklich riesig. Jetzt probieren wir mal. Das ist ja der beste Fish and Chips Laden in England. In London, Entschuldigung. Ja, gut. Spitze. Oh. So scheiße ist das lecker. Das ist so knusprig und der Fisch innen ist noch richtig Fisch.
Aber das ist knusprig, das ist unglaublich. Also kein Riesenfischstäbchen, geiler Fisch mit einer geilen Panade. Und eigentlich macht man jetzt noch, ich probiere das mal, diesen Essig hier drüber. So essen das die Engländer. Probiere das mal. Muss man nicht machen, aber das soll lecker sein. Ich fange mal vorsichtig an. Sehr heiß, aber lecker mit dem Essig, wenn man Essig mag. So, wir waren jetzt essen im Puppies. Ja. Das würde ich jetzt hoffentlich wieder aussauen, ich musste jetzt kurz den Fisch mal durch dich gehen lassen. Ja genau, also war sehr, sehr lecker, können wir euch absolut empfehlen, kommt hierher. Es gibt zwei Puppies hier in London. Wir waren jetzt Puppies, die seht ihr ja, ich blende da auch einfach jetzt ein, ja, wo genau ihr die zwei filmt, beziehungsweise wo wir jetzt waren am besten, und kann euch einfach nur empfehlen. Wir haben jetzt 49 Pfund für das riesen Fisch und Pommes und diese grüne Bohnenpaste. Getränke. So, haben wir jetzt bezahlt und ist aber sehr Geld wert. Also die Qualität schmeckt man wirklich raus. Also es ist schon, es sind keine Fischstäbchen, sondern es schmeckt auch den Fisch noch raus, aber auch die Panade ist super lecker. Also können wir absolut empfehlen. Wir sind satt. Genau. So, das war's auch für heute.